Hallo ihr Lieben. Hi, es ist einiges passiert. Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Ja, es ist einiges passiert. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Der unerklärliche Podcast. Ich wollte gerade sagen. Mit Mr. und Mrs. Fröhlich. Ich glaube, das war eigentlich jetzt auch schon in unserer Anfangsmusik. Da habe ich nämlich mal eine Frage und damit überrasche ich dich jetzt auch direkt. Oh, also Mr. Fröhlich weiß nicht Bescheid. Yeah. Leute, was haltet ihr davon, das kam mir so in den Kopf, wenn wir unseren Jingle, der ja immer vorher eingespielt wird, ist das ein Jingle? Was ist denn das? Ein Intro. Ach, unser Intro. Also die Musik bleibt gleich, die kann ich nicht ändern. Das ist jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen, diese Musik. Aber wenn ich den neu besprechen würde, ich finde, ich klinge da noch sehr unpodcast-mäßig. Wenn ich den neu besprechen würde, das heißt, ich komme da gar nicht mehr vor, oder wie? Bist du da drin? Ach ja, stimmt, du sagst ja auch was. Wenn wir den neu besprechen würden. Ja, du kannst ja, weiß nicht, sagen, der unerklärliche Podcast. Und das war's. Oder willst du trotzdem das mit Mr. und Mrs. Fröhlich? Müssen wir das jetzt besprechen oder willst du unsere Hörerschaft einbeziehen, dass sie ihre Meinung kundtun? Ja, ich würde das gerne wissen, weil ich kenne das von mir, wenn ich höre auch einen Podcast und da denke ich mir manchmal auch, wenn die dann ein neues Bild haben oder eventuell auch irgendwie mal sowas dann das Intro neu einsprechen würden, weiß ich immer nicht genau, würde ich das gut finden oder nicht. Weil man ist ja voll daran gewöhnt, wie es eigentlich ist. Aber ich habe jetzt letztens halt mir mal wieder eine Folge von uns angehört. Ich muss ja gestehen, ich höre die nicht so oft. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, das Intro hört sich irgendwie merkwürdig an. Ja, dann könnt ihr das gerne mal hier überall hinschreiben. Auf Social Media könnt ihr uns gerne überall folgen. Wir sind jetzt auch auf Twitch, deswegen macht weiter mit den tollen Twitch-Abos. Ja, also hört auf, ey. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Das wird spannend, ja. Wobei es auch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass es da den einen oder anderen gibt, der noch nicht abonniert hat, weil es ist nämlich für gewöhnlich so, dass wenn du so einen Livestream hast und jemand abonniert deinen Kanal während des Livestreams, liest man das auch vor. Also man sagt dann, hey, Funky Erdbeere 75, danke für dein Abo. Ah. Und es könnte natürlich sein, dass der eine oder andere da draußen ist, der jetzt wartet, bis es dann wirklich losgeht und dann abonniert, damit wir dann seinen Namen nennen, oder wie? Ja. Ach du Jemine. Okay. Ja, natürlich, machen wir. Machen wir alles. Wir haben sonst nichts zu tun. Ja, ich frage mich auch, was gucken wir da eigentlich? Also wie läuft das ab? Naja, ich werde mich überraschen lassen. Ich auch. Ich gebe einfach meinen Senf dazu. Ja. Genauso machen wir das, ganz spontan. Ja, und auf Instagram, TikTok, YouTube uns natürlich auch gerne folgen. Ach, der Trailer ist auf YouTube online, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und zwar der Trailer zum Reiseanekdoten Bolivien. Wobei der Film jetzt nicht mehr Reiseanekdoten Bolivien heißt, sondern Im Land der Aymara. Ja, schaut ihn euch an. Es ist sehr emotional. Mir kamen die Tränen. Oh, höre ich jetzt übrigens auch das erste Mal, dass du das jetzt sagst? Das finde ich ja schön. Gar nicht. Ich habe mir den angeguckt und da hatte ich Pipi in den Augen. Ich und meine Nippel waren nicht entspannt. Okay. Ich habe dein Gesicht nicht gesehen. Ich habe ja auch mir den Trailer angeguckt. Also guckt euch den Trailer an. Es ist was ganz anderes als der erste Film. So, und jetzt haben wir schon ewig lang wieder gequatscht und jetzt fangen wir auch mal an. Oder? Ja, unbedingt. Gut, wir sind anwesend, sehr gut. Also, hallo, es gibt UFOs Teil 8 mittlerweile. Wie bitte? Ja, wir sind ziemlich derbe drauf und es ist einiges passiert. Und vor allen Dingen auch dieses Jahr schon, wo man sich denkt, Moment mal, Kollege, heute ist der 13. Januar 2024. Doch, es ist schon was passiert und zwar direkt am 01.01.2024. Ach was. Ja, und zwar Aliens in Miami. Welcome to Miami. Will Smith ist schuld daran, dass die nämlich da waren. Haben die dann auch so ein Dance hingelegt? Nee. Ach so. Also was ist passiert? Am 01.01.2024 kam es zu einem mysteriösen Vorfall in dem Einkaufszentrum Bayside Marketplace in Miami, Florida. Muss man das so aussprechen? Ich kann nicht anders das aussprechen.
Und zwar hat man gesehen, wie Jugendliche panisch das Gebäude verlassen haben. Und das ist jetzt nur grob gesagt, aber wenn man sich die Videos und so anguckt, also es sieht wirklich so aus, als ob die gesamte Polizei von Miami vor Ort war. Es ist einfach, es ist auch in der Nähe von South Beach. Ist es South Beach, Miami? Ja, ne? Da hört mein Brain auf, keine Ahnung. Ich war mal da, zweimal sogar. Das ist dann jetzt ein bisschen peinlich. Das ist, dafür stehe ich mit meinem Namen. The Solution weiß Bescheid. Ich glaube, das ist South Beach, Miami, ja doch. Also da, wo dieses Artico-Viertel ist, wo diese bunten Häuser stehen und sowas, also da in der Nähe. Wo immer auch diese Klischee-Strecke gezeigt wird in Filmen und ja, sowas genau. Alles. Okay. So, und da in der Nähe siehst du halt einfach so die Straße und es ist einfach, es hört einfach nicht mehr auf mit Polizeiautos. Also da sind bestimmt 40 Polizeiautos. Also wie in so einem Film? Ja. Ach krass. So. Und was ist passiert? Warum wurde die Polizei alarmiert? Ich sage mal so, wir kommen jetzt mal zu der neuen Version, beziehungsweise was so kommuniziert wird, auch wenn es erstmal in den Nachrichten dort in Amerika, so Fox News und sowas überall war das. Denn später wurde es dann anders genannt, aber in dem Moment, wo es aktuell war, haben sie was anderes gesagt. Ich sage jetzt aber erstmal, was sie jetzt sagen. Okay. Okay, also was jetzt nach sozusagen der Auswertung gesagt wird. Genau. Also, angeblich hätten Jugendliche Feuerwerkskörper gezündet in der Shopping Mall, was zu einer Panik führte, weil man davon ausging, dass dort eine Schießerei stattgefunden hat. Doch vor Ort waren, jetzt kommt nämlich das Ding, was das Problem ist bei so einer Aktion. Wenn in Amerika irgendeine Schießerei ist oder so, kommt da die Polizei hin und was meinst du, würde dann noch hinkommen? FBI. Ach so, nee, warte mal. Ich bin schon wieder zu Hollywood. Nee, warte mal. Also die Polizei kommt da hin, wenn irgendwo eine Schießerei ist und was kommt denn immer noch dazu? Ach, Krankenwagen. Korrekt. Oh Gott, zum Glück habe ich mich da jetzt ja, aber FBI hast du schon gesagt. Nee, ich hab ehrlich gesagt nicht so richtig zugehört, was du davor kurz gesagt hast. Ich habe das mit der Schießerei ausgeblendet. Aber bei Schießerei, oh Gott, um Himmels Willen, schlimme Sache, muss natürlich ein Krankenwagen vor Ort dann sein, ja. Genau, wegen Verletzten und so. Ja. So, jetzt kommt aber das heißt Problem an der Sache, aber FBI immer noch lustig? Ja, es ist auch lustig. Oh mein Gott, ich muss aufhören. Ich komme sonst auf so einen Lachflash. Ja, nee, das können wir uns hier nicht leisten. Und die Zeit haben wir nicht. Und die Leute haben da draußen auch keine Zeit für sowas. Es war nicht ein einziger Krankenwagen da. Und das FBI weiß nicht, ob das da war. Vielleicht. Ja, Störgeräusche von Mrs. Fröhlich. Ich gebe die persönliche Handynummer raus. Also, hast du gehört? Da war kein Krankenwagen. Dann war es keine Schießerei. So, also nur mal so nebenbei. Ich sage ja nicht, wie es ist, ne? Das wird uns ja immer hier vorgeworfen, dass wir hier den Leuten sagen, wie es ist. Wir geben ja nur unsere Meinung. Ich finde es halt komisch, dass immer bei einer Schießerei in Amerika kommt die Polizei und ein Krankenwagen. Jetzt ist da eine angebliche Schießerei in einem Einkaufszentrum in Miami und da kommt die ganze Polizei von Miami im Endeffekt, aber nicht ein Krankenwagen stand da. Und das finde ich seltsam. Sehr seltsam, finde ich auch. Wenn man so von diesem regulären Plan, wie man mit solchen Situationen umgeht, abweicht und nur dieser eine Part da ist, dann muss die Situation ja schon dementsprechend eigentlich anders sein als die Regel für solche Ausnahmesituationen. Ja. So, und wie das in Amerika denn auch immer üblich ist, ist der Hubschrauber ja nicht weit. Da kommt ja dann immer gleich ein. Die, ja, krass, oder? Das die haben immer einen Hubschrauber. Sofort, Ding, ist so ein Ding in der Luft. Und es halt ein Video, ja. Ganz kurz. Aber warte mal, immer ein Hubschrauber. Wie schlimm ist denn das da eigentlich in Amerika, dass die schon davon ausgehen, dass sie über den Luftweg jemanden verfolgen müssen oder so? Ja, wenn du gefühlt an der Tankstelle dir eine Knarre kaufen kannst, dann ist ja, es halt. Auch. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Hat da jeder eine Knarre in diesem Land? Ja, ja. Hm. Eine Pistole. Entschuldigung, dass ich heute in so einem Jargon spreche. Siehst du, jetzt habe ich das gleich wieder wettgemacht, indem ich Jargon gesagt habe. Sehr gut. Danke.
Ja, also es gibt von diesen Aliens in Miami, ich glaube, da gibt es auch ein Hashtag. Warte mal, wie war der Hashtag nochmal? Miami Alien, More Alien, findet er schon. Gibt es eine Videoaufnahme von einem, ich glaube, Polizeihubschrauber, der das ganze Szenario filmt. Und die Kamera ist so vergleichbar mit so einer Mischung aus einem Taschenrechner und einem Toaster. Von der Qualität her. Auch komisch, ne? Ja. Ich denke immer, die Polizei und dann weiter das Militär und so, die haben immer viel bessere Technik als wir Normalbevölkerungsmenschen. Unser Handy hat eine 4K-Kamera und die Polizei, der Hubschrauber der Polizei, kommt mit Nokia 5110 um die Ecke. Wie kann denn das sein? Ja, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen Nokia 5110 hatte noch nicht mal eine Kamera, aber sei es drum, du weißt, was ich meine. Und ihr draußen auch. Jedenfalls, was man da erkennen kann, ist halt die Scheinwerfer von dem Hubschrauber. Das klang 1:1 wie ein Hubschrauber. Das war ziemlich gut. Danke. Von dem Propeller. Mhm. Und du hast halt gesehen, dass dieser Scheinwerfer-Spot, dieses Spotlight, war halt vor den Treppen von dem Einkaufszentrum. Und dort hast du etwas laufen sehen. So gräulich. Groß und gräulich. Und es ist immer hin und her gelaufen wie so ein Tiger. Auf und ab, immer nach links und nach rechts. Aber einfach immer so laufstegartig. Kein Menschenwesen, sondern aber eines, was auf zwei Beinen läuft, oder wie? Ja, also auf zwei Beinen, aber es sah halt null nach Mensch aus. Weil es war halt grau. Und hatte jetzt nicht irgendwie graue Klamotten an, sondern sah aus wie nackt. Und man erkennt es nicht wirklich, weil halt die Kamera so schlecht war vom Hubschrauber. Genau. Na, das kann ja nicht sein, das haben die extra so eingestellt wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Was sie aber jetzt sagen im ersten Moment, ne, was halt auch oft in den Nachrichten so publiziert wurde, ist, dass es sich um ein circa 3 Meter großes Alien handeln soll. Wie? Das haben die im Fernsehen gesagt. Ja. 3 Meter großes Alien in Miami läuft vor der Shopping Mall. Also just in time sozusagen, wie es gerade passiert ist. Ja. Live, vor Ort sozusagen. Quasi, ja. Dieses typische, oh ja, Susanne, wir bekommen gerade gesagt, dass in Miami befindet sich ein 3 Meter großes Alien vor dem Eingang des Einkaufszentrums. Wir schalten jetzt, hier sind die Live-Bilder. Und dann die ganze Polizei davor, wie das da so hin und her tigert vor dem Eingang auf den Treppen. Ja. Und man weiß aber, dass es kein Hollywood-Film-Set gerade war. Nein. Also ja, es ist kein Hollywood-Film. War nicht. Also es war eine richtige... Die Situation war da. So. Und jetzt im Nachhinein, nachdem das nicht akut gerade passiert ist, sagen sie, es war eventuell eine Schießerei oder Jugendliche haben sich einen Scherz mit Böllern erlaubt und... erwähnen da gar nicht, dass da ein anderes Wesen hin und her gelaufen ist. Nee, das wird gar nicht mehr kommuniziert. Und ja, im Nachhinein haben sie jetzt auch gesagt, dass 5 Jugendliche festgenommen wurden. Man weiß aber nicht, wer. Eigentlich ist es ja immer so, dass du irgend so eine Bilder hast. Ja, stimmt. Es gibt ja auch Videostreams und sowas von irgendwelchen, wenn du verurteilt wirst und deine Verhandlung und sowas vor Gericht, das kannst du dir in Amerika ja alles angucken. Ja, genau. Datenschutz ist da ein maximales Fremdwort. Ja, dann wollen die das jetzt irgendwie runterspielen, vertuschen oder weiß ich nicht, oder irgendwie versuchen, der Bevölkerung jetzt einzuflößen. Ja, das waren Jugendliche und es wird einfach missachtet, dass man da jetzt keine Bilder von den Jugendlichen zeigt und hier und da. Mhm. So. Jetzt gibt es natürlich genügend Menschen, die in dem heutigen Zeitalter Social Media für sich benutzen, insbesondere TikTok. Oh Gott. Und da gibt es natürlich Menschen, die halt dabei waren, die jetzt einfach mal Videos veröffentlicht haben. Und das ist doch jetzt wieder dieser Knackpunkt. Die Regierung kann das gar nicht mehr vertuschen, sowas. Gerade weil jeder ein Handy oder ein Smartphone hat, was aufnehmen kann, wo er auf irgendeiner Plattform unterwegs ist. Ja, jetzt kommt aber gleich noch wieder so eine kritische Sache zu diesem ganzen Thema, was ich auch verstehen kann, aber dazu möchte ich dann auch gleich was sagen und ich bin auch gespannt, was du dazu sagst.
sehr gespannt sogar. Ich habe seit 2 Tagen nichts anderes mehr im Kopf. Es wird berichtet von den Menschen, die halt so Statement-Videos hochgeladen haben, dass im Gebäude selbst noch ungefähr 3 dieser Kreaturen waren. Ja. Und die beschreiben sie auch so, dass sie so zwischen 3 und 4 Meter groß waren, was halt echt. Das ist ja riesig. F. groß ist. Sie haben sich aber ruhig verhalten, die Kreaturen, Wesen, whatever. Und ein Mann erzählt hat, dass die meisten sind halt rausgerannt und da war auch halt eine jugendliche Gruppe. Das sind halt die, die in den Nachrichten da zu sehen sind, wie sie da panisch rausrennen. Und die anderen sind halt irgendwann stehen geblieben. Die sind halt gerannt und haben halt gemerkt, dass die Kreaturen hinter denen sind und sind dann einfach so aus Schockstarre, haben sie einfach gesagt, okay, hier die Rolltreppe geht nicht mehr oder keine Ahnung. Also ich muss zum Ausgang, aber das ist ja irgendwie, haben die in Panik, haben die, keine Ahnung, irgendwelche Stände umgeworfen und ich komme jetzt nicht einfach so durchgerannt hier bis zum Ausgang. Deswegen drehe ich mich um und dann sehe ich die und dann bleibst du als Schockstarre stehen. Ja, ja, Menschen reagieren ja auf alles Mögliche sehr unterschiedlich. Genau. So, und jetzt wird halt gefragt von allen Leuten, wie du es ja eben gerade so schön gesagt hast, jeder hat heutzutage ein Handy, kann damit filmen, kann damit Fotos machen, whatever. Warum hat keiner sein Handy rausgezogen und hat die gefilmt? Und jetzt möchte ich bitte euch da draußen und vor allen Dingen auch dich fragen, stelle dir mal vor, wir stellen uns einfach mal vor, das ist passiert, okay? So, du bist also hier in der Berlin Shopping Mall, keine Ahnung, wie heißt die, Berlin, wie heißt denn unser Shopping-Ding hier? Mall of Berlin zum Beispiel? Du bist im Mall of Berlin und freust dich einen Cola-Keks, weil du, weiß ich nicht, einen 20-Euro Starbucks-Gutschein hast von mir. So spendabel bin ich. Ja, du weißt, was ich meine. So, und du bist da. Und dann schreien alle. Und du denkst dir, was ist denn hier los? Ich habe mir gerade meinen Cappuccino Frappuccino mir bestellt. Und drehst dich um und siehst auf einmal so 3 Meter graue, große Wesen, die einfach da sind. Ja, da zücke ich doch nicht mein Handy und film das. So, und dann rennst du wahrscheinlich auch erstmal weg und lässt deinen Cappuccino Frappuccino einfach liegen. Mist, 10 Euro. Ja, hast du ja noch 10 Euro auf der Hutschenkarte. Ja, so viel kostet dann das andere Stück, also das Stück Kuchen. Achso, ja, dann tut's mir leid. Da ist ja nächstes Jahr wieder Geburtstag. Und dann rennst du halt Richtung Ausgang. Und da hat sich dann schon so eine Gruppe versammelt, weil jetzt irgendwie der Ausgang versperrt ist, weil, wie gesagt, irgendwie ist ein Werbebanner umgekippt oder der aufgestellte Weihnachtsbaum oder was auch immer. Und man kann da jetzt nicht einfach problemlos einmal mal kurz schnell durchrennen. Dann drehst du dich um und so 5 Meter von dir entfernt stehen 3 Meter große Kreaturen in Grau und gucken dich einfach an. Würdest du da in deine Hosentasche und in deine Handtasche greifen und dann dein Handy rausholen und ein Foto oder ein Video machen? Nee, diese Gedanken hätte ich wahrscheinlich in der Situation gar nicht. Richtig, ich nämlich auch nicht. So, und jetzt seid ihr gefragt, schreibt uns gerne bei Social Media unter dem Beitrag und auf Instagram, Facebook und bei hier Streaming-Anbietern, wo ihr kommentieren könnt die Folge. Schreibt gerne mal bitte auch runter, würdet ihr ein Handy, also würdet ihr filmen oder Fotos machen? Und jetzt, Leute, bitte, keiner kennt euch, ja, aber jetzt seid mal ganz ehrlich, wir müssen jetzt hier nicht auf cool machen, so, ja klar, ich wäre auch hingegangen, hätte ein Selfie gemacht, ja, sondern wir sind jetzt mal realistisch. Also ich würde auch, weil weißt du warum, was das Hauptproblem ist an der ganzen Geschichte? Das ist aber auch Hollywood in meinem Kopf wieder drin. Ich würde halt denken, ey, nicht, dass die denken, ich ziehe eine Waffe. Oder ein Messer oder. Also sich bedroht fühlen durch so eine Bewegung. Ja, irgendwie. Dass ich irgendwie, oh Gott, was sucht der, was macht der da jetzt, weißt du? Aber wenn ich einfach nur still dastehe, dann machen die nichts. Ja, das ist eine ganz skurrile Situation. Man denkt immer, also wenn man sich da, ja. Ja, philosophier mal weiter. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde auch, wenn ich nicht wegrennen könnte, na wo, ich sag ja immer, ich will ja mal einen Alien treffen. Dann würde ich mit dem auch schon versuchen zu irgendwie kommunizieren, agieren oder wie auch immer. Würde ich einen Schritt auf den zugehen und sagen, hallo, verstehst du mich? Ja, das ist ja toll.
Bitte rede nicht so mit dem, dass der 500.000 Mal intelligenter ist als alle ja, Menschen zusammen. Nein. Dürfte dir hoffentlich klar sein. Ich meine, die können ja auch Gedanken lesen und so vielleicht. Da muss man ja, man muss ja auf alles gefasst sein. Aber jetzt mal ganz kurz, hast du nicht gesagt, 2024 kommen die Aliens und das ist am 01.01.2024 passiert? Mein Name ist The Solution. Aus gutem Grund. Ey, krass. Ja. Was wollte ich denn sagen? Ja. Also, wie reagiert man da? Tja. Jetzt wird's aber funky. Jetzt wird's crazy. Pass auf. Die Gruppe hat natürlich irgendwann angefangen, okay, komm, wir probieren mal jetzt Richtung Ausgang zu gehen und haben dann halt so langsam einen Schritt nach hinten gemacht. Und wo sie einen Schritt nach hinten gemacht haben, haben die Kreaturen einen Schritt nach vorne gemacht. Ach, die sind auch auf Abstand geblieben, die sind sozusagen stehen geblieben. Ja, ja. Also wo denn die letzten sozusagen bei der Gruppe war und stehen geblieben sind, sind die auch stehen geblieben. Und dann sind die nach hinten gegangen, die Menschengruppe, und die Kreaturengruppe ist einen Schritt nach vorne. Oh. Ja, genau. Da würde ich dann auch sagen, ich so, oh nee. Das war's jetzt. Nimm Abschied. Ich brauche noch ein paar Jahre hier, bitte. Entweder lernst du jetzt eine neue Welt kennen oder du bist tot. Jetzt wird's aber, das ist noch nicht das Crazige. Es wird noch viel craziger. Der Typ, der das erzählt in seinem Video, der Augenzeuge, sagt, dass wo die einen Schritt nach vorne gemacht haben, sah das aus wie ein Glitch in der Matrix. Das heißt, die haben geflackert beim Laufen. Dann war das nur eine Projektion? Ja. Aber im Raum? Du weißt ja nicht, was die für Techniken haben. Das weiß ich nicht, nee. Auch wenn ich Solution bin. Ich meine, es gibt jetzt auch die Sphäre in Las Vegas. Wer weiß, was die Menschen doch schon können an Technik. Also, aber das sah richtig, sah 3D-mäßig halt aus. War ja ein richtiger Körper sozusagen. Ja, ja. Aber wenn die sich bewegt haben, war es wie ein Glitch. Es war wie ein Glitch in der Matrix. Es sah halt aus wie so ein Störbild, als ob irgendwie so, wie so ein Rauschen, als ob das halt so, als ob aber die immer so nach hin und her und verzerrt und sowas sind. Das ist wie bei The Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Emily Blunt. Super Film, kann ich nur empfehlen. Keine Ahnung. Den hast du nicht gesehen? Doch, wahrscheinlich haben wir den geguckt und ich bin wieder eingeschlafen. Ey, Mega-Film. Ich habe übrigens für heute Abend, es gibt so viele Filme, die ich gucken will. Überraschung. Hol dir mal einen Kaffee. Ja, also das hat er berichtet, dass die halt diese Schritte gemacht aber haben. Vielleicht können die sich, vielleicht haben die ja so eine Technik, dass die gar nicht bewusst da waren, sich runtergebeamt haben, sondern dass sie sich nur teleportiert haben und dann da standen. Aber sie wirklich gar nicht da waren, sondern oben irgendwo in ihrem Mutterschiff waren. Verstehe, was du meinst. Ja, ja. Weil ich meine, ja klar sind die intelligenter wahrscheinlich und haben andere Fähigkeiten und weiß ich nicht, aber vielleicht ist es für die auch so, aus Sicherheitsgründen gehen wir nicht als physische Wesen auf die Erde, sondern wir projizieren uns erstmal nur auf die Erde und gucken, wie die Menschen reagieren. Als Test. Vielleicht. Ja, das ist ja ein bisschen unfair. In einem Shoppingcenter. Also Sales, keine Ahnung. 50% Neujahrssale. Nee. Ich weiß es nicht. Aber die haben nichts weiter gemacht. Die waren einfach nur da. Die waren einfach nur da und dann hat einer der Kreaturen aus der Dreiergruppe ist dann so ein, zwei Schritte auf die Gruppe zu, obwohl die nicht weiter nach hinten gegangen sind, sondern die sind dann halt wieder stehen geblieben und dann sind die anderen Kreaturen auch stehen geblieben. Aber einer von denen ist dann so ein, zwei, drei Schritte noch näher, langsam auf die näher und dann sind die alle durchgedreht und sind panisch weggerannt. Die Gruppe Menschen und sind dann irgendwie doch, keine Ahnung, über alles rüber geklettert und rausgestürmt aus dem Laden. Siehst du, und das zeigt den Außerirdischen, dass wir noch nicht bereit dazu sind. Ja, weil wir mit Panik reagieren. Das wird sich aber auch nie ändern. Ja, wie soll sich das denn ändern? Na, wir haben genug Filme, wir haben es gibt Alien-Kuscheltiere, Alien-Serien, Alien-T-Shirts. Ja, aber guck mal, vielleicht üben die jetzt mit uns. Und es passiert jetzt sowas öfters. Stück für Stück oder ja, was? Und dass dann sensibilisieren. Ja, genau.
Vielleicht ist das jetzt ein Prozess, der 2024 abläuft. Und am Ende des Jahres sind wir Menschen vielleicht so, ah, okay, da ist eine 3 Meter hohe Kreatur. Na gut, dann läuft die jetzt halt hier lang. So wie mein Wildschwein live-seeing im Wald mit dem Hund. Das war spannend. Jetzt pass mal auf. Wenn du das für crazy schon gehalten hast, dann wird es ja noch craziger, weil wo die da rausgerannt kamen, hat die Polizei die ja erstmal abgefangen. Ist ja normal. Die Menschen. Die Alien-Polizei, natürlich die Menschenpolizei. Ja. So. Nein, die Menschen, die da rausgerannt kamen, oder kamen die Kreaturen da rausgerannt? Nee, die Kreaturen kamen nicht raus. Nee, okay. Sondern die Menschen sind dann raus, also die letzte Gruppe sozusagen ist dann da rausgerannt und die Polizei hat die halt draußen so empfangen und halt kontrolliert. Weil vielleicht hat doch einer eine Waffe zufälligerweise dabei, dann können wir gleich sagen, der hat geschossen. Weißt du, was ich meine? So ein Boomer. Und das Lustige ist, alle, und jetzt Obacht an jeden Hörer da draußen, alle haben das Gleiche erzählt. Siehst du? Alle mussten ihre Handys abgeben. Oh. Die Polizei hat sich alles angeguckt und kontrolliert und dann durften sie erst gehen. Ist ein bisschen eigenartig, ne? Hast du auch die Handys kontrolliert, ob vielleicht doch gefilmt wurde, damit sie es dann löschen können oder weiß ich nicht was, hier konfiszieren können? Ja. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Das ist schon ein bisschen krass. Wir spulen mal kurz zurück. Es soll eine Schießerei in dem Shoppingcenter gewesen sein. Also leider, wie du schon gesagt hast, gab es ja schon die ein oder andere Schießerei, gerade so auch in Schulen und sowas, ne, was total schlimm ist in Amerika. Hast du davon schon mal mitbekommen, dass die Leute, die da waren, erstmal, kann ich erstmal dein Handy sehen, ob du den gefilmt hast dabei oder sowas? Verstehst du, was ich meine? Das hast du halt nicht gelesen. Also warum soll man sein Handy zeigen und kontrollieren? Da muss man doch die Leute erstmal in Sicherheit bringen und wenn eine Schießerei ist, sind sie verletzt, bla bla, Hauptsache, aber da hat nicht einer gefragt. Und das finde ich schon skurril. Vor allen Dingen sind sie verletzt, ja, dann müssen wir erstmal einen Krankenwagen rufen, weil es keiner da. Erinnern wir uns, es ist kein Krankenwagen da. Da ist nur die Polizei. Ja, sehr merkwürdig alles. Das ist super strange. Und ich meine, wenn man, ja klar, man kennt dieses Video dann vielleicht da vom Hubschrauber, wo man so eine Kreatur laufen sieht, könnte jetzt auch irgendwas Bildbearbeitungsmäßiges sein, aber warum sollte man das machen? Naja, ich habe da was aufgeschrieben, ich weiß nur noch nicht, ob ich sage. Noch ganz kurz, die Frage ist auch, dass niemand hat gesehen, wo die hergekommen sind, die Kreaturen. Die waren einfach da. Das hat so pop und dann. Siehst du, und das ist ja dann eigentlich, genau, das war nämlich auch noch mein Gedanke. Wo sind die denn hergekommen? Ja, Portal oder Telepation oder die, ja, haben einfach gebeamt irgendwie, dass die gar nicht irgendwie. Die müssen ja von irgendwo hergekommen sein. Also von. Ich weiß, was du meinst. Und jetzt habe ich aber gerade noch eine Idee darüber, weil du ja gefragt hast, es hat mich anscheinend in meinem Unterbewusstsein nicht losgelassen. Du hast ja gefragt, warum in einem Shoppingcenter? Ne? Ja. So, wer sagt dir denn nicht, dass genau diese Kreaturen oder deren Vorfahren oder whatever, oder die Schwibschwager oder Uropa nicht mal vor, weiß ich nicht, 5000 Jahren hier auf der Erde waren und sonst was gemacht haben und die gleichen Koordinaten immer noch haben, sagen, ach guck mal, hier ist Kai Uwes Spaßparadies, wir sind jetzt erstmal ein paar Lichtjahre unterwegs, wir müssen woanders noch hin, aber in 5000 Jahren kommen wir wieder, Kai Uwe, und dann quatschen wir nochmal zusammen. So, 5000 Jahre war jetzt später am 01.01.24 und auf einmal ist Kai Uwes Spaß, Tempel, Paradies, nicht mehr da, sondern da ist jetzt die Bayside Marketplace Shopping Center in Miami, Florida. Ja, das kann alles sein. Einfach alles sein. Und die Kreaturen standen da und dachten sich, ich will keine Cargohosen haben, ich wollte zu Kai Uwe. Ja, und wer sind denn diese ganzen Kreaturen? Ja, Leute, kennt ihr Kai Uwe? Und die sind weggerannt. Ja, das kann alles sein. Wer weiß das schon? Wir wissen nicht, was vor 5000 Jahren war, verflixt und zugenäht nochmal. So, aber. Und wie sind die dann verschwunden? Ja, das hat man nicht mehr erfahren. Das finde ich auch ganz geil. Also wenn da irgendjemand weitere Informationen hat, ich bin auf nichts gestoßen. Ja, wahrscheinlich sind alle aus dem Shoppingcenter raus, aber es muss doch auch irgendwo
die Polizei gesehen haben, wo diese Kreatur, die draußen vor der auf der Treppe hin und her gelaufen ist, die muss doch dann irgendwie auch auf einmal weg gewesen sein. Na, was ich habe über die habe ich nur gelesen, dass die so durch ein Magnetfeld, wie auch immer sowas aussehen mag, verschwunden sein soll. Also es gab wohl irgendeine magnetische Störung. Krass. An dieser Treppe, wo das da langgelaufen ist, die Kreatur, was auch immer. Die. Ja, ja. Das Wesen, wollte ich sagen, genau. Hm. Und dann gab es halt so einen, wie in einem Hollywood-Film, und dann war es weg. Also das habe ich gelesen, aber was jetzt mit den drei drinnen waren, das kann ich dir nicht sagen. Ja, die sind wahrscheinlich dann auch weg. Wo die dann gemerkt haben, okay, die Situation hier bricht halt aus den Fugen, ja. Keine Ahnung. Und dann haben die sich wahrscheinlich wieder weggebeamt. Aber krass, okay. Und das Hauptding, was du in den Kommentaren liest, wie gesagt, ich berichte ja nur von dem, was ich gesehen habe und nicht das, was jetzt unbedingt meine eigene Meinung ist. Was die meisten halt sagen, ist, dass es entweder der Start von Project Bluebeam ist. Du erinnerst dich, die Folge hatten wir auch. Der Start für das Projekt? Ja, dass das jetzt so der offizielle Start ist. Und aber es soll doch eigentlich schon existieren. Ja, aber jetzt so. Ach, veröffentlicht. So richtig extrem, so von wegen, okay Leute, jetzt geht's richtig los. Ach du je. 2024. Ja. 2024, so. Und andere sagen halt, ich sage, das haben andere gesagt, ich wiederhole es nochmal, ja, dass es jetzt so von der Epstein-Liste ablenken soll. Die jetzt gerade unterwegs ist, dass man halt das, dass das der Start sein soll für Project Bluebeam, dass man jetzt so richtig sagt, okay Leute, wir hätten es eigentlich für 2030 geplant, aber jetzt ist diese Liste aufgetaucht, wo ja Namen draufstehen, die doch ziemlich bekannt sind und so adlig und weiß ich nicht was und königlich, ne? Aber das geht ja schon sehr tief in eine Verschwörungstheorie und alles rein, also man... Ich sage ja nur das, was ich gelesen habe. Das sind die Kommentare. Ja, das sind so Sachen irgendwie, wenn so viele krasse Dinge passieren, die irgendwie so veröffentlicht werden, rauskommen oder gerade in den Medien florieren, dass dann noch irgendwas anderes Krasses passiert, damit, ja stimmt, damit es von anderen Dingen ablenkt, ja. Vertuschung. Also. Oder die Menschen sich nicht mehr darüber weiter unterhalten, sondern sich auf das Neue stürzen. Das ist so dieses, oh, das sind jetzt deine 5 Minuten Ruhm, die du gerade erlebst, genieß es, in 3 Tagen spricht keiner mehr über dich. Na, so in der Art. Naja, nicht nur das, aber auch die Tatsache, ich meine nur, das war überall in meinem Feed, die Miami Aliens Sache. Na gut, aber du bist ja auch so ein Mensch, der beschäftigt sich damit. Wir wissen ja nur zu gut, dass wir, wenn wir uns über irgendwas unterhalten und das Handy neben uns liegt und auf einmal taucht es dann als Werbung oder als weiß ich nicht was auf, wo ich nie darüber gegoogelt habe oder so. Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich sage nur, dass das war die ganze Zeit in meinem Feed und dann, wo das mit dieser Epstein-Liste war, ich habe daran noch nicht gegoogelt. Ich habe mich da, der Name ist mir irgendwie ein Begriff, den habe ich schon mal gehört, aber ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wer das war und was der gemacht hat. Weil mich das halt, wie gesagt, nicht juckt. Und auf einmal war in meinem Feed nur noch das. Ich habe nichts mehr mit Miami Aliens gesehen. Nur noch diese, es ist ein neuer Name aufgetaucht, das sind die bisherigen Namen. Diese Flüge haben sie genommen, von da sind sie gereist. Das haben sie gemacht. Und ich denke mir nur so, hä? Ich habe danach nicht gefragt. Ich habe auch nicht mit dir darüber geredet. Auf einmal war in meinem Feed überall diese Liste. Tja, komisch, ne? Und das ist halt. Und dann kam komisch. Das mit den Aliens oder mit der Kreatur. Also was hat denn jetzt was abge... Ne, zuerst kam das mit den Aliens. Ach, und dann war das mit denen auf einmal komplett weg und dann wurde nur von dieser Liste geredet. Du weißt ja gar nichts mehr über dieses. Stimmt, es gibt jetzt auch keine Neuigkeiten. Ne, wurde abgeschlossen, der Fall. Das war das Letzte, was ich gelesen habe. Ach, krass, abgeschlossen. Dass schnell. Die Polizei gesagt hat, nee, hat sich hier nur um eine Schießerei gehandelt. Wir haben 5 Jugendliche nur. Festgenommen. Ja. Wir haben die 5 Jugendlichen festgenommen, Fall geschlossen, bumm, abgestempelt. Es ist alles so schnelllebig in der heutigen Zeit. Kannst du mal sehen, wie schnell Nachrichten verfliegen und keiner mehr sich darüber Gedanken macht. Weißt du, was aber so das Ding wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Begegnung der dritten Art hätten
und wir darüber natürlich sofort erzählen würden, ich glaube, dann würde man uns es auch nicht glauben. Nee, das denke ich auch. Wobei, und dann so, dann würden wir halt argumentieren, naja, aber wir machen jetzt seit über 2,5 Jahren diesen Podcast. Das hätten wir ja schon viel früher machen wollen, wenn wir jetzt so Fame oder so Aufmerksamkeit erhaschen wollten, weißt du? Nee, ich glaube, man würde uns dann auch eher in diese ganze Schiene reinschmeißen mit Verschwörung und hier. Und ja, genau, dass wir irgendwie ein bisschen ballerballer sind. Ja, ne, das hat man uns ja schon das eine oder andere Mal gesagt. So, und das ist auf jeden Fall die Aliens in Miami. Um mal jetzt so ganz rabiat abzukürzen. Ja. Bam. Ja, das ist das Ende dieses einen Themas. Wir haben jetzt noch 3 andere. Von den Neuigkeiten, ihr wisst ja, hallo, es gibt UFOs, ist ja immer so top aktuelle Dinge. Mhm. Und jetzt kommt etwas, was ich eventuellerweise sogar noch ein bisschen gruseliger finde als die Aliens in Miami Geschichte, weil das halt etwas ist, was im wahrsten Sinne Substanz hat. Und zwar die goldene Kugel oder auch The Golden Orb. Ich bin heute so ein bisschen amerikanisch. The Golden was? Orb. O-R-B. Orb. Ja, okay. The Golden Orb. Und zwar in rund 3300 Meter in Tiefe, also nichts für kleine Schnorchel, vor der Küste Alaskas, wo das warme Licht der Sonne niemals eindringt, stieß ein Fern gesteuertes Unterwasserfahrzeug der NOAA Ocean Exploration auf eine seltsame goldene Kugel. In wie viel Meter Tiefe? 3300 Metern, also 3,3 Kilometer. Das ist doch so eine Tiefe, wo wir eigentlich noch nie so richtig waren, ne? Oder? Noch nicht so richtig, ne. Ja, und da haben die eine goldene Kugel gefunden. Im Wasser, auf dem Grund. Auf dem Grund. Ach nee, auf dem Grund nicht. Doch, nee, ist auf dem Grund. Schwamm, da hat ein Rückenschwimmer gemacht. Nee, natürlich auf dem Grund, auf dem Boden. Eine goldene Kugel. Eine goldene Kugel. Da, wo kein Sonnenlicht hinkommt. Ja. Wo es stockduster schwarz ist und du weißt nicht, was da für eine Kreatur dich anschwimmen könnte. Es ist einfach schwarz. Und da war eine goldene Kugel. Ja. Ihr Lieben, eine goldene Kugel. Ja, ich find's krass. Was hat denn da eine goldene Kugel? Wie groß war die denn? Oder ist sie? Wenn Sie mich weiter vortragen lassen, werden Sie es vielleicht erfahren. Ja, es ist so spannend. Ich weiß, darum geht's. Die Wissenschaftler gehen von der Hypothese aus, dass aus dem goldenen Gehäuse etwas geschlüpft sein könnte. Etwas, das nicht gerade winzig ist. Winzig ist für mich eine Ameise. Winzig ja. Kann aber auch ein Chihuahua sein. Ja. Aber ein Chihuahua. Und es ist nicht winzig. Es ist nicht winzig. Das also ist du, ja musst ekelig. Du musst dir vorstellen, der Grund des Meeres. Sand. So wie hier bei uns im Aquarium die gleiche Farbe. Ja, überall. Man kann ja nichts sehen, ist ja dunkel, da kommt ja kein Tageslicht dran. Ja, wenn du mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug da lang fährst, Liebes, dann sind da ja Scheinwerfer dran. Du kannst ja Cookie-Cookie machen. Ja, das, ja. Oder meinst du, das war ein Glücksfang, dass sie auf einmal so ein goldenes Ei rausgefischt haben und gesagt haben, ein Ü-Ei? Nein, nein, ja. Und überall schwarze Steine und Felsen und da ist einfach gar nichts. Und dann auf einmal ist da eine goldene Kugel. Das ist doch... Das ist nicht mehr schön. Nee. So. Bei der Beschaffenheit gehen sie von einem Ei aus, welches sich... die haben das natürlich mitgenommen, das ist ja logisch, der Mensch ist ja dumm. Die haben das natürlich mit, die haben da ja Zangen und Werkzeuge an diesem Unterwasserfahrzeug dran und haben das halt mitgenommen nach oben. Das Ei. So. Und dann haben die das ja auch... Also wirklich, da denkst du, du hast schon nie einen Horrorfilm gesehen, aber es gibt Menschen, die halt wirklich in real life einfach sagen, ja, lass mal, ich nehme das mal in die Hand. Nicht irgendwie in eine Zange und dann in so einen Bunker-Panzerglas-Sicherungskasten reingelegt und dann wird es irgendwo in einem Safety-Raum geöffnet. Nö, einfach direkt, wenn es oben, bist du auf deinem Frachterschiff drauf und sagst, guck mal her, und dann nimmst du das in die Hand und machst ein Foto und ein Selfie damit. Wo ich mir denke, Und was ist da passiert?
Bei der Beschaffenheit gehen sie von einem Ei aus, also dass es ursprünglich ein Ei war, komplett, weil das sieht nämlich aus, als ob es so geschmolzt, also stell dir vor, ein Ei, ja, und du schneidest das Ei so wie ein Frühstücksei, ja. Ein weißes Frühstücksei, ja. Und du schneidest, nur dass es Gold ist, und du schneidest es in der Mitte durch, ja. Und die andere Hälfte bruttelst du in der Pfanne, dass es so schmilzt, ne, und dann legst du das heile, halbe Ei oben rauf und frierst es ein. Und dann machst du oben in das Ei noch ein Loch rein, so als ob da was rausgekommen ist. Das ist auch nicht, denk dran, wie bei Alien, dem Film, da siehst du ja auch, dass das Alien aus deinem Körper rauskommt, weil deine Rippen nach außen gebrochen sind. Oh, ne? Gott, das hört sich ja alles ganz eklig an, ja? Und so ist es auch mit diesem goldenen Ei. Das, du siehst, dass es nach außen, das ist es nicht. Wurde, also es ist etwas raus, es hat sich etwas rausgedrückt, ja, also sozusagen. Also es ist nicht etwas reingegangen, weil dann wäre das Ei ja nach einem Loch, was nach innen und das geht. Ist so nach außen. Aber auch. Das ist nach außen. Und so musst du dir das Ding vorstellen. Ist ja eklig. Voll eklig. Aber jetzt pass mal auf. Es hat sich fleischig angefühlt. Ach, das war nicht hart? Nee. Und keine offensichtliche Anatomie besitzt es. Also es war so wabbelig. Ja. Aber Gold. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig Gold. Wie ein Goldzahn. Ja, aber dann kennen wir dieses Material ja nicht, oder? Nein. Sam Candeo, der Koordinator der Expedition, erklärte, dass sie bis jetzt noch nicht in der Lage waren, das Objekt zu identifizieren, abgesehen von der Tatsache, dass sie biologischen Ursprungs ist. Also was Lebendiges sozusagen. Es irgendwie funktioniert irgendwie. Es lebt irgendwie. Also da passiert was in diesem Material. Es ist nicht still. Es ist nicht wie ein Stein, sondern da sind Zellen wahrscheinlich, wo die arbeiten. Ja. Dieses. Okay. Ist ja eklig. Es wird ja immer ekliger. Voll warum eklig. Ist denn das so weit unten gewesen? Weiß ich nicht. Warum haben die es nicht da gelassen? Das ist die andere Frage. Als nächstes würde man jetzt DNA-Tests durchführen, um zu erfahren, was das eigentlich ist. Und jetzt wird es nämlich funky. Die haben das letztes Jahr im August irgendwann gefunden, das Ding. Und bei einer Expedition ist es ja nicht so, dass du dafür ein verlängertes Wochenende irgendwo mal rumschipperst, sondern du bist ja dann irgendwie so 1-2 Monate on the road, irgendwie auf See, ne? Und Ende September sind die mit dem Ei wieder zurück in Amerika gewesen. Und seitdem hast du nicht ein Wort mehr davon gehört. Also man kann auch nicht irgendwie googeln, man weiß, ich wollte gerade sagen, die haben das letztes Jahr im August gefunden und haben bis jetzt nicht geschafft, DNA-Tests davon zu machen. Ich habe Artikel gelesen, die nicht älter als eine Woche sind. Eine Woche stand jetzt, vorgestern habe ich die Folge gemacht, abends, stand jetzt, ich kann nicht rechnen, Januar 2024, ist es, dass die Information exakt die gleiche ist, die ich dir jetzt gerade eben erzählt habe. Ja, dann ist es da wieder irgendwie vertuscht. Und ich meine nur, dieses Verschwörung-Ding und so mag ja alles schön und gut sein, aber A, ausnahmsweise sind wir mal auf der Seite der Wissenschaftler und B, haben die halt, wo die das Ding gefunden haben. Ich meine nur, du bist da irgendwo in Alaska. Ja, das ist schon bei krass. Minus 50.000 Grad auf hoher See und schipperst und steuerst da irgendwelche Unterwasserfahrzeuge und holst so ein Ei und machst natürlich erstmal so, hey, wir sind Wissenschaftler, wir haben ja was Krasses gefunden, lass mal alles Selfie machen, bap, 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 lass mal das Video, was wir gedreht haben von diesem Teil, was wir gefunden haben, lass das mal auf YouTube stellen und so. Da ist ja noch keine Regierung und kein Chef oder sonst was, der sagt, bap, 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 wir machen hier erstmal gar nichts, weil wer weiß, was die eigentlich gesucht haben. Diese Expedition. Voll schräg. Ich will nicht wissen, was da alles in der Antarktis und in Alaska und überall da, wo so immense Eisschichten, das ist ja, was da alles ist. Ich weiß es nicht. Na, da ist irgendwas ganz Skurriles geschlüpft, was jetzt irgendwo auf der Welt unterwegs ist. Das ist nämlich die andere Sache. Das ist irgendwo, ist das hier gerade on the road und das finde ich so ein bisschen beängstigend. Aber sei es drum,
das war das goldene Ei oder wie ich es nochmal für dich aussprechen würde, the golden orb. Ich finde es immer noch ganz komisch, weil ich habe mir, wenn du sagst, das goldene Ei, habe ich natürlich an was Festes gedacht, aber dass das so schlabberig ist, ist ja noch ekliger. Also wie gesagt, Leute, ist ja dann bestimmt wie so Gummi oder so, ne? Ja, fleischig. Ja, eklig. Keine Ahnung. Denkt dran, Leute, ihr könnt euch gerne mal bei YouTube, da gibt es nämlich dieses Video, The Golden Orb, O-R-B, da gibt es nämlich die Aufnahme davon, wie sie das halt finden und dann auch einsaugen in ihrem Roboter und so, Roboterarm. Und da könnte ich das hier mal angucken, das sieht echt maximal strange aus, weil es halt fleischig Gold ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja irgendeine besondere goldene Fischart, ein Goldfisch vielleicht, man weiß es nicht. Der erste Goldfisch, der je gelebt hat. Und wenn ihr schon auf YouTube seid, könnt ihr euch danach direkt den Trailer angucken im Land der Aymara und natürlich Reiseanekdoten Peru. Der Film ist auch noch für euch erhältlich zum Anschauen. Weiter im Thema. Was gab es nämlich noch? Florida ist anscheinend gerade the place to be in Amerika, was so unerklärliche Dinge angeht. Denn, jetzt kommt mein Lieblingswort, ein Phänomen am Himmel von Florida war zu sehen. Und jetzt denkst du dir dann, ein schöner Regenbogen, sage ich. Nein, nachts erscheint auf einmal ein großer, orangefarblicher. Ich weiß nicht, was das für eine Form hat, was du da jetzt erzählst. Kreis. Orangefarbener Kreis. Ich habe die ganze Spannung rausgenommen. Ja. Nochmal. Nachts. Nee. Erscheint auf einmal ein großer, orangefarbener Kreis am Nachthimmel von Florida. Und du denkst dir, okay, wie kann ich mir das vorstellen? Du musst es dir vorstellen, es ist später Abend. Wir sind schon an der Dämmerung vorbei. Bellt hier ein Hund? Ja, ich habe auch gerade überlegt, was ist denn da los? Was vielleicht ist vielleicht irgendwas mit unserem Hund? Aber nee, es ist nicht seine Stimme. Und es sieht aus wie eine Sonne, die aber und hinter den Wolken ist, aber halt jetzt nicht so riesengroß, wie du die Sonne vorstellen kannst, aber halt schon so, ja, wenn ich jetzt portalmäßig sage, dann klingt es wieder so crazy, aber es sah halt schon merkwürdig aus. Ach so, das war also wirklich ein gefüllter Kreis oder war es nur ein orange Ring? Nee, ein gefüllter Kreis. Also es, ist schon, also es sah okay. aus wie so wie eine Hitzefläche. Wie so ja. ein, oder wie von einem jetzt nicht Raumschiff, sondern hier von einem Raumschiff fliegen die doch auch mit der Astronauten. Ja. So Apollo 11 ja. und sowas. Da haben die doch immer diese drei Triebwerke sozusagen und dann schießen die nach oben damit. Und jetzt stell dir mal vor, nur eine so eine ja, so ein ja. Ring, wo die, okay. wo die ganze Kerosin oder ja. womit die da fliegen. Und so musst du dir das vorstellen, dass es so im Himmel zu sehen ist. Und das hat sich auch erst so aufgebaut. Also das wurde immer größer und dann hat sich aber die Größe gehalten. Und dann sind da draus so mehrere kleine kometartige Leuchtobjekte rausgeflogen. Und dann ist es kleiner geworden und dann war es weg. Und jetzt denkst du dir, ja, keine Ahnung, irgendein Wetter, was auch immer, oder irgendwelche Fallschirmspringer, die mit Pyrotechnik an den Knöcheln oder wo auch immer langfliegen und dann so eine Show machen, ne, kann ja auch sein. Aber das Ding ist, als das passiert ist, hatten 6.000 Haushalte, 6.000 keinen Strom. Und erst wo das weg war, hatten die wieder Strom, die Leute, in dem Gebiet, wo das passiert ist. Ja, okay. Naja, ich hatte jetzt eher gedacht, dass es gar nicht irgendwas künstlich Erschaffenes ist, sondern dass es vielleicht vom Weltraum oder von irgendwelchen Zusammensetzungen der ganzen Sachen, die so im Weltraum sind oder wie auch immer, oder ein Meteorit oder wie auch immer, der da irgendwie gerade an der Erde extrem nah vorbeigeflogen ist. Nee, deswegen meine ich ja, das war nah, das ist jetzt nicht wie die Ach Sonne, so. Dass du so einen kleinen Kreis gesehen hast, sondern das war schon, dass du hast den Wolkenhimmel gesehen, so wie jetzt bei uns und jetzt musst du dir vorstellen, ungefähr die Größe von unserem See, der hier auf der anderen Seite ist, hast du jetzt hier einfach den Himmel mit so einem orangefarbenen Kreis. Also was jetzt nicht natürlich sich gebildet nee, überhaupt haben nicht. Könnte. Sah schon irgendwie fake aus. Ja. Also was heißt fake, aber nicht jetzt Video-fake, so, ja. sondern
Und dann siehst du auch die ganzen Leute, die dann draußen auf der Straße stehen und alle filmen das, ne? Und sind alle so, what the F, geht hier ab und sowas. Ach, da ne? kommt die Polizei nicht und checkt die Handys oder was? Ne, das ist wahrscheinlich zu schnell. Oder das kann man nicht und so. Und wie lange war das ungefähr da? Das war nicht lange da, glaube ich. So ein paar Minuten oder so. Und die ganzen Haushalte hatten keinen Strom. Ja. Naja, dann muss es ja schon irgendwas wahrscheinlich wieder mit Wellen und weiß ich nicht so was. So Magnetfeld ja, oder irgendwas. Irgendwie sowas. Vielleicht ist da gerade, wann war das? Am 1.1.? Vielleicht war das das Portal, wo die Kreaturen durchgekommen sind? Ja, ich glaube, das war jetzt auch schon dieses Jahr. Ah, okay. Ich glaube, aber nicht am gleichen Tag. Nee. Ich glaube, am 5. oder so. Das finde ich auch mit noch gruseliger, als wenn wirklich tatsächlich was in Gestalt oder so passiert. Aber wenn du einfach nur so was Komisches am Himmel siehst und es überhaupt gar nicht zuordnen kannst, was das ist und dann dadurch irgendwelche mysteriösen, unheimlichen Dinge noch passieren, dass auf einmal irgendwie der Strom nicht da ist und dann verschwindet es und der Strom ist wieder da. Sowas finde ich halt so... Oh, das ist so, das verbinde ich immer so mit Geistern. Ich habe in letzter Zeit immer gedacht, dass, also seitdem ich das hier mit den Aliens in Miami und so, dass die auf einmal da sind, stelle ich mir jetzt immer wieder öfter vor, die Situation einfach, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel und auf einmal so Pop sitzt auf dem Bett, irgend so eine 3-Meter-Kreatur und wir sind so, jo, weil im ja, Endeffekt. Stimmt, die können ja überall rein. Also, theoretischerweise können die überall aufpoppen, wo die wollen. Und dann sitzt sie hier und auf einmal macht es Bob und sitzt hier auf dem weißen Hocker, sitzt jetzt hier so eine 3-Meter-Kreatur und sagt, Leute, wollen wir ein Exklusiv-Interview machen? Wie wär's? Ja. Und heute, ganz spontan, zu Gast, er hat Zeit. Stell dir mal vor, du fährst im Auto oder so und dann bist du alleine auf dem Weg zur Arbeit und dann plopp, sitzt auf einmal jemand neben dir. Ich kann nicht mehr normal Auto fahren jetzt. Das machen die nicht. Weil das wäre eine Gefahr. Ach, dann könnten sie ja selbst vielleicht auch dabei. Den poppen da einfach wieder weg, ach wenn ja. du da mit 100 km/h einen LKW reinfährst. Aber ich meine jetzt, das würden die halt nicht machen, wegen, die sind ja intelligent. Ja, stimmt. Die würden schon. Ja jetzt nicht Leben einfach verschwenden, sozusagen, und in eine Gefahr bringen. Sondern in so Situationen, wo eigentlich nichts passiert, wie in dem Einkaufszentrum als Beispiel, wenn es denn so wäre. Ja, was kann das sein an diesem Himmel? Da oben sowas Orangefarbenes, wo dann so Lichtdinger rausgekommen sind, ja? Da sind es, im Endeffekt musst du dir das vorstellen. Ja, das muss ja irgendwas mit Portal gewesen sein. So wie im Film von The Avengers, wo dann am Himmel sagen. Dann irgendwie sowas, so eine Art Öffnung. So musst du dir das vorstellen, bloß in Orange. Und dann kamen da die ganzen Flugdinger ja. raus. Und dann kam da kleine Orange, weil es war ja fast nachts, es war ja späte Abenddämmerung. Und genauso musst du dir das vorstellen wie bei Avengers beim ersten Teil, wo da dieses blaue Kraftfeld ist oder so, dieses Portal. Und so sah das aus. Ist ja auch irgendwie wie so ein Glitch in der Matrix vielleicht. Ja, keine Ahnung, aber halt in den Wolken drin. Und du hast jetzt nicht durchgucken können, sondern es war so, sah so rot wie Flammen aus, so Flammen mit Wolken davor. Und dann kamen da draus so mehrere kleine Kometkugelchen rausgeflogen. Ja. Und dann war das auf einmal wieder weg. Krass. Und ich habe auch nichts darüber gelesen, das war auch mega schwer, dieses Video wiederzufinden. Und wo ich es gefunden habe, war in den Kommentaren auch wieder ne, die Liste und Project Bluebeam. Ach krass, okay. Dass alle sagen, es geht los oder Vertuschung war oder das dies, auch das nur jetzt. Eine Pot, so eine, wie sagt man denn, wenn sowas so angescheint wird, so eine Teleprojektion? Projektion, ja. Oder das, ach, du meinst aber, dass, Entschuldigung, dass ich gegähnt habe. Wir haben nämlich mal wegen einer Folge, da habe ich mal gegähnt laut. Sorry, das passiert halt. Hat uns einer geschrieben, dass das Gähnen nicht so gut ist. Nee, glaube ich auch, aber was ja, aber soll man denn halt, jetzt machen? Kann halt passieren. Es ist abends, wir machen die Folge, die ganze Woche gearbeitet. Wo wollte ich denn jetzt gerade nicht hinaus? Ach so, daran habe ich auch schon überlegt, dass es so eine Lasertechnik ist, dass man sowas wie ein Beamer. Ja, genau. Dass aber ganz ehrlich, wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt zu sagen, ich habe hier einen geilen neuen 3D-Beamer mir gekauft beim Mediamarkt oder so, den will ich heute mal gegen den Himmel strahlen, dann gehen halt nicht 6000 Haushalte, da geht halt nicht der Strom aus. Ja, aber vielleicht, wenn das alles so eine geplante Aktion ist, dass man dann irgendwo für ein bestimmtes Gebiet den Strom halt irgendwie abstellt im Stromnetz. Ja, genau. Und der andere beamt es dann an den Himmel. Vielleicht ist es ja auch so ein Hype jetzt, dass man irgendwie, dass es Gruppen gibt, die sich irgendwas überlegen,
weil gerade das mit so Aliens und so in den letzten Jahren so ein bisschen krasser aufgekommen ist, dass man sich so mysteriöse Show-Dinger überlegt. Nee. Ich hatte auch mal den Gedanken, irgendwie, es gibt doch immer so am Ende des Jahres oder so, wird doch bekannt gegeben, was ist das Unwort des Jahres 23 oder Unwort, das Wort des Jahres. Oder das Jugendwort. Wort des Jahres oder das Jugendwort oder irgendwie sowas. Dann dachte ich mir so, was wäre denn jetzt in unserer Welt, in unserer unerklärlichen, glauben an außerirdisches Leben und an dieser ganzen Welt, in der wir uns so bewegen mit Spiritualität und mystischen Sachen und unerklärlichen Dingen. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe dieses Wort Glitch in der Matrix noch nie so oft gehört wie jetzt im letzten Jahr. Das stimmt. Oder? Fällt euch noch irgendwas ein, was vielleicht jetzt durch diesen ganzen Hype, der in den letzten 2-3 Jahren entstanden ist, um dieses Phänomen oder unerklärliche Phänomene, was es da so an Wörtern gibt, die eigentlich früher nie benutzt wurden. Wer weiß. Wer weiß. Mysteriös alles. Sehr mysteriös, das stimmt. Gibt es noch etwas, was schon relativ alt ist in dem Sinne. Und zwar ein Video ist jetzt aufgetaucht aus dem Jahr 2018. Jetzt sagst du, Solution, wir sind hier beim unerklärlichen Podcast und das ist hier die Folge, hallo, es gibt UFOs, Teil 8. Das ist ja nur brandneue, aktuelle Dinge, die nicht länger als 6 Monate vielleicht sein dürfen oder sowas. Und du kommst mit einer Geschichte aus 2018. Ja, es liegt aber daran, dass dieses Video offensichtlich lange unter Verschluss. Genau, danke. Ich wusste das natürlich, ich wollte nur wissen, ob du es auch weißt. Und der Verschluss war und es wurde geprüft und es hat sich herausgestellt, dass das Video kein Fake ist. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen. Das darfst du auch sein. Ihr dürft es auch gerne wieder googeln. Es ist überall zu sehen, auch auf YouTube. Ich werde nicht sagen, was ihr noch auf YouTube gucken könnt, das wisst ihr mittlerweile. Und zwar das Jellyfish-UFO. The Brain, quasi gebürtige Amerikanerin / Englisch Mensch Frau ist. Nicht. Kann sie natürlich hervorragend Englisch und weiß natürlich, was ein Jellyfish ist. Ja, ich bin tatsächlich gerade am Überlegen. Ich wusste das, aber es fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Was sind Jellyfish nochmal? Wenn du es jetzt sagst, sage ich ja, stimmt. Ich gebe dir einen Tipp. oh nein, Mann, wie wegen blöd. Dem Jellyfish konnten wir letztes Jahr auf Ibiza 2 Tage nicht ins Meer. Qualle. Hey. Yep. Und zwar sieht man auf diesem Video, und wir sind im Irak, finde ich auch mal ganz spannend, du musst dir vorstellen, stell dir mal vor, also wenn ihr jetzt lacht da draußen, ich habe auch gelacht, als ich das Video gesehen habe, weil das halt maximal fake aussieht und ich mir denke, was ist denn das für ein Blödsinn, nur es ist halt echt und das macht die Sache halt dann auf einmal wieder richtig gruselig. Stell dir vor, eine Qualle, die schon groß ist, also sagen wir mal ein vertikal gestelltes Fahrrad. Ja? Ein Herrenfahrrad. Boah, hast du das jetzt ausgedrückt? Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's einfach nur mal ein bisschen. Vertikal gestelltes Fahrrad. Ja, bitte? Ja, ich muss ja meinen Anfangsjargon wieder wettmachen, deswegen habe ich jetzt vertikal gestelltes Fahrrad. Nee, sehr schön, finde ich gut. Dankeschön. Das ist eine leichte Unterstellung, darüber reden wir später nochmal privat. und du siehst. Und in der Größe eine Qualle. Und die Qualle fliegt einfach so durch so ein Bild, was irgendeiner filmt bei sich im Ort. Fliegt? Also fliegt. Nicht unter Wasser? Nein, fliegt. Über die Stadt. Ja, genau. Da ist ein Typ, der filmt irgendwas, ich weiß nicht was, seine Straße oder irgendwas irgendwo im Irak, jetzt nicht in der Big City, sondern mehr so ländlich. Und der filmt einfach in der Gegend und auf einmal siehst du so, kommt dieses Ding, eine fliegende, vertikal gestellte, fahrradgroße Qualle, fliegt in das Bild rein und fliegt durch an seinem Hof und alles vorbei und du denkst dir einfach so, YOLO, hi, was geht? Und dann ist sie wieder weg. Ja, aber bewegt sich auch nicht wirklich, sondern es schwebt einfach so. Das sieht halt maximal fake aus. Du denkst dir halt, wer kommt denn auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt einfach eine fliegende Qualle, die so groß wie ein Fahrrad ist und die fliegt einfach durchs Bild. Ach, du hast ja auch gesagt, Jellyfish UFO, ne? Ja, so. Und
dann guckst du das Video aber weiter, weil du natürlich maximal neugierig bist, ne? Und jetzt wird's crazy. Es ist ja nicht schon crazy genug, dass da eine Riesenqualle durch die Gegend fliegt, sondern jetzt pass auf. Die Qualle wechselt die Farben. Und zwar haben die das Video so mit so einer Thermotechnik denn verarbeitet, wo du halt siehst, wo ist was kalt, wo ist was warm, und so eine Kameras gibt's ja auch. Folgst du mir noch? Weil du guckst so verwirrend. Ja, ich warte einfach nur, bis du zum Punkt kommst. Genau, weil so, und da siehst du halt, okay, ich kenne mich damit jetzt nicht genau aus, sagen wir mal, alles, was weiß ist, ja, ist kalt, und alles, was schwarz ist, ist warm. Mhm. Und dann siehst du, dass diese Riesenqualle da lang fliegt, und die Qualle ist schwarz. Und dann warm. Dann fliegt die aber an so einem Holzzaun vorbei, und der Zaun wird dort weiß dargestellt. Und in dem Moment, wenn die gerade so am ersten Holzlatte vorbeigeflogen ist, merkt die Qualle quasi, das ist hier weiß, das ist kalt, ich werde weiß. Wupp, und die ändert die Temperatur. Die passt sich den Farben, also der Wärme der Umgebung an, und somit siehst du die halt immer so ganz komisch, dass die dann auch so schwarz umrandet ist und sowas, und dann wechselt die das wieder. Und der filmt es die ganze Zeit weiter und filmt und filmt und filmt, und irgendwann ist der da irgendwo am Wasser, am See, am Meer, ich glaube am Meer ist er da, und du siehst, wie die Qualle ins Meer runtergeht, und dann ist sie weg. Ach, wieder aus dem Meer gekommen. Ist für eine Qualle eigentlich ganz üblich, ja, aber... Nee, also so auch wegen UFOs, weil man ja schon so oft gesehen hat, wie die aus dem Meer rauskommen und wieder reingehen oder so. Ja, okay, da du ja eben gerade schon probiert hast, hier ein bisschen nerdig unterwegs zu sein mit Avengers, wollen wir nochmal sehen, ob du auch wirklich ein Nerd bist. Erinnerst du dich noch an die Suchdruinen von Das Imperium schlägt zurück von Star Wars? An die was bitte? An die Suchdruinen von Das Imperium schlägt zurück in Star Wars auf dem Eisplaneten Hoth. Nein. Ungefähr so sehen die aus. Ich bin kein Nerd. Du bist kein Nerd, nee. Aber ich zeig dir, pass mal auf, ich zeig dir nachher das Jellyfish-UFO-Video, ja? Oder soll ich dir, zeige ich dir den, wie der Suchdruide aussieht von Star Wars. Und dann zeige ich dir das Jellyfish-Video. Wollen wir das nicht auf hier mit in unsere ersten Twitch-Livestream nehmen, wie du mir diese Videos zeigst? Überlegt. Kann ich machen. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, ich bin auch kein Nerd, ich bin ein Brain. Das stimmt. Ja, okay, aber, krass. Und dieses Video haben die halt, wurde jetzt halt geprüft, und das Video ist echt, das ist nicht fake. Also diese fliegende Riesenqualle, die fliegen kann. Sagst du nochmal schön, wie groß ist sie? Wie ein vertikal gestelltes Fahrrad. Alles klar, okay. Solltet ihr jemals wieder Scrabble spielen oder jemand bei einem Rechtschreibwettbewerb das Wasser reichen wollen, vertikal gestelltes Fahrrad ist das neue Wort. Vertikal, das ist auch richtig, ja? Ich hab vertikal Weißt du, wie ich mir das immer gemerkt habe? Weil ich hatte auch immer Probleme, okay, was ist horizontal, was ist vertikal, ne? Dass ich Film studiert habe, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Ich hatte Mathe-Abi, möchte ich jetzt auch nicht sagen. So, also treffen wir uns doch. Ich kann mir das immer merken, die Sonne geht am Horizont unter, und der Horizont ist immer so. Das ist voll gut, Verrückte. Das ist, so kann ich mir das merken. Das heißt, vertikal ist genau andersrum. Okay. Oder wie senkrecht. Ja, aber mittlerweile durch meinen Job und Social Media Videos schneiden, ist vertical halt, wie du das Handy hältst, ne? Das kann ich ja auch horizontal kippen. Ja, dann ist es ja horizontal, dann ist ja ein Breitbildvideo. Ja, aber wenn du halt, kann man sich das merken. Ja, aber wenn du halt vertical Videos schneidest und produzierst, dann sind die ja immer so, den kannst du die nicht drehen. Ah, okay. Ah, ja. Aber das dreht doch trotzdem mit, das ist dann nur vertikal auf dem horizontalen Bild. Stimmt, man kleiner. Du hast es genau ausgesprochen, es ist dann vertikal auf dem horizontalen Bild, sehr gut. Schöner Abschluss für die heutige Folge. The Brain hat nochmal einen rausgelassen. Ja, ist aber richtig. Nicht toll? Ja, ist ja auch richtig. Okay, vielleicht haben wir es jetzt manchen eine gute Stütze gegeben, vielleicht wissen das ja, vielleicht sind ja manche so wie wir. Ja, und ich habe mittlerweile total vergessen, was die Leute uns jetzt eigentlich schreiben sollten von Anfang an, worum wir sie gebeten haben.
nach ihrer Meinung. Ja. Du weißt es auch nicht mehr. Das hatte was mit den 3 Meter großen Kreaturen in Miami zu tun. Ob sie ein Handy zücken würden in der Situation. Ach, genau. Und was das Wort der unerklärlichen Welt 2023 ist. Überfordert die mal da draußen nicht. Die kann man nicht überfordern. Die sind sehr schlau da draußen. Das will ich auch nicht bestreiten. Bestreiten. Ich meine jetzt überfordern im Sinne von ihrer Zeit. Wieso? Sie können sich doch kommentieren. Erstens, ich würde ein Handy zücken. Zweitens, Glitch in der Matrix. Weil das The Brain gesagt hat. Ja, mal gucken, wie viele dafür stimmen. Ich möchte wissen, wie viele YOLO sagen. Wie viel was? YOLO sagen. Null, nur ich. Gut. Ja, also das war The Brand New Update. Das hat mich gerade wie so ein Newsletter. Das ist einfach brand new. Ich bin heute auch ein bisschen amerikanisch unterwegs. Gut, ihr Lieben, wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid gesund. Ihr genießt das Leben. Darf ich noch mal ganz kurz abschließend was sagen, weil du ja schon wieder Hummeln im Hintern hast? Wenn wir hier live streamen, dann ist hier nichts mit auf die Uhr gucken und sagen, so, wir haben jetzt 55 Minuten gestreamt, wir machen jetzt Feierabend. Da musste man ein bisschen... Ja, ich kann aber nicht bis in die Puppen streamen. Das sagt auch niemand, aber... Ich muss am nächsten Tag arbeiten gehen. Aber wenn man eine Serie guckt, die man richtig gut findet, wann warst du im Bett? Um 1:30. Aber vielleicht finde ich das Stream ja auch richtig gut und mache das bis 1:30, wer weiß. Ja, gut, aber wenn wir mal einen Film gucken, nach 2 Minuten... Ja, das sind meistens Filme, die du gucken willst. Du guckst ja mit mir... Aber, okay, wenn ich mal einen Film aussuche, dann wird rumdiskutiert. Nee, wird nicht. Ich gebe dir heute 4 zur Auswahl, du kannst einer von aussuchen. Ja, die du ausgesucht hast. Ich habe dir gesagt, es sind 4 neue Filme, die ich gucken will. Und ich die überlasse, du gucken willst. Ja, und ich überlasse dir die Wahl. Ja, und ich möchte gerne Sissy gucken. Ja, das gibt es nur zur Weihnachtszeit, das geht schon mal nicht. Ja, habe ich ja schon geguckt. Alleine. Soll ich sie dir sagen, die 4? Ja. Damit unsere Zuhörer auch davon was haben zum Schmunzeln. Ja. Okay, John Wick 4. Nein, abgelehnt. Expendables 4. Weiter. Barbie. Weiter. Oppenheimer. Oh, also John Wick ist abgelehnt. Alle 3 anderen will ich auch gucken. Asta, dann nehmen wir Expendables 4. So Leute, dann danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und munter. Folgt uns auf Social Media. Wir müssen euch damit leider nerven, weil Leute, von nichts kommt nichts. Seid lieb zueinander. Habt Spaß am Leben. Und wie kann es anders sein? Heute werde ich es nämlich mal nicht sagen. Bitte. Bye, bye.